Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Kapitel 1 Kopfgeldjägerjagd. Die Galaktische Republik stürzt noch tiefer in die Krise. Graf Dooku führt eine Separatistenbewegung an, die Zukunft der Republik bedroht. Auf dem glitzernden Stadtplaneten Coruscant beschützen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker Senatorin Padmé Amidala, da sie von geheimnisvollen Assassinen bedroht wird. Und damit willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Oh. Schön. Meine Kindheit. Ja, so könnte das Let's Play heißen. Und ja, wir müssen jetzt Padmé Amidala beschützen. Doch. Und ja, er beschützt hier. Doch, was macht sie hier? Oh Gott. Jetzt kommt der hier und macht ein Loch rein, als ob. Und die sind giftig. Fuck. Und werden Padme. Ja, komm, er zu dir zu schreit. Doch, geht rein, ihr Spasten. Und bam. Death. Ja. Und natürlich sind Missy und schnell nach. Come on, please. Boom, bitch. Get up the way. Und jetzt dürfen wir hier alles. Vernüchten! Warts, Alter! Die müssen wir jetzt ein bisschen verfolgen. Bisschen. Vernichtet. Okay, wo fliegt sie hin? Hier, weiter, weiter. Ja, dieses dumme Schwein, wo ist die? Ja, die kann halt. Ja, die ist viel schneller als wir. Fuck. Ist viel schneller als wir. Komm. Aber wir können sie halt auch nicht abschießen. Well. Okay, jetzt. Oh shit. Oh lol, ich sperre uns jetzt aber nicht ernsthaft ein. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Buh. Typisch. Typisch für mich. Das ist so wieso war ja nichts? Ja, wetten? Ja, es ist gleich wieder tot. Als ob. Komm, Pisch. Achso, ich muss die noch aktivieren. Jetzt können wir nämlich hier ein bisschen sprengen. Sprengen. Ja, mehr, geil. Spreng. Nicht getroffen. Als ob. Okay, jetzt. Wir halten uns diese Dinger gleich mal, damit wir weiter können. Jetzt geht's weiter und wir müssen sie verfolgen. Come on. Wer ist die eigentlich? Das ist. Wo ist sie denn hier? Fuck. Komm. Okay, jetzt können wir durch den Tunnel durchfliegen, müssen ja nicht wieder so dumme Strahlenschilder deaktivieren. Oh, du dummes Drecksding. Wieder so eine Kacke. Bam. Oder wo fliegen wir jetzt hin? Oh shit. Ja, und wir fliegen wieder hierhin. Gleiche Sequenz erneut. Schöne Rest der Verwertung. Schön, schön. Ja, fick dich, Alter. Piss dich. Hahaha. Ah, so. Als ob wir jetzt verloren haben. Dieses Spiel ist so schön. Ja, aber ist das. Das Spiel ist halt wirklich schön. Und wie können wir eigentlich. Okay, wir können uns auch so drehen. Warz, warz, warz. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Jetzt wieder das hier alles zerstören. Wo ist hier noch was zu aktivieren?
Ist hier noch irgendwo etwas zu aktivieren? Du hier und du hier ist auch noch irgendwo was. Irgendwo noch. Oder das hier hinten, oder? Jo. Und jetzt haben wir wieder die Blödsinn. Wo bin ich? Hilfe. Give me that shit. Und jetzt hat es nicht an, wie es jetzt stimmt. Ja komm, schieß doch. Blödsinn. Bam. Und alle drei sind kaputt. Alle drei sind kaputt. Oh jetzt, wieso sind hier nur noch zwei? Auch schön. Komm nochmal umdrehen. Bats, bats. Ja, lol, nochmal getroffen. Aber wir müssen das zum Glück nur zweimal machen. Und letztes Mal hier nochmal wart. Gut so. Weiter. Aber da komm ich mal da. Jetzt weiter hier. Folgen wir sie noch ein bisschen. Du scheiß Pissnelke. Ihr sollte eigentlich schnell down sein. Denn... Oh doch, oh Gott. Mein Ziel ist es nicht zu sterben. Werden wir es schaffen. Halt, ob. Gefickt. Und jetzt stürzt sie ab. Schön. Und alle laufen weg. Spasten. Okay, schnell. Sieh nach, wer das ist. Ja. Schöne Geräusche hier. Oh Gott. Sie ist gerade durch... Sie ist gerade gestorben durch... Jemand anders. Wer war das? Als ob. Wer war das? Komisch. Sehr, sehr komisch. Aber cool. Cool. Wir machen natürlich gleich weiter mit Episode 2. Angriff der Clone Krieger. Kapitel 2. Entdeckung auf Kamino. Da die Separatistenaktivitäten weiterhin die Galaxis destabilisieren, untersucht Obi-Wan Kenobi den Mordversuch an Senatorin Padme Amidala. Zusammen mit seinem Astromech-Druiden R4P17 verfolgt der Jedi-Ritter die Spur eines vergifteten Pfeils bis zum entlegenen Planeten Kamino zurück. Also ja, der Pfeil. Sieht man das jetzt? Ja, er geht jetzt zu einem Freund von sich, der sagt ihm dann, dass das Ganze hier von Kamino stammt. Und ja, nö, sieht man nicht. Und jetzt kommt er hierher und sieht nach, was denn hier los ist. Wer hier dieser Typ ist oder gewesen ist, muss doch irgendwas mit dir zu tun haben, weil sonst würde er sie ja nicht töten. Logisch. Man sieht auch, oh, alles klar. Das sind die Kaminoaner. Schön. Und denen wirst du müssen kurz helfen. Aber so gut schnell verdientes Geld nehmen wir natürlich immer mit. Als ob. Dann planen wir, dass wir zusammen. Jetzt läuft's wieder. Schön. Komm schon. Kann ich gar nicht einholen, glaube ich. Ja, doch. Doch. Als ob. Ja, wir sind viel schneller als du. Wer bist du? Oh. Ja, jetzt wieder eine Cutscene. Hallo? Wer bist du? Achso, willst du was zeigen? Ja, ich würde gern wissen, was das hier ist. Also, willst du mir irgendwie was zeigen? Was willst du mir denn zeigen? Hä? Was gibt's denn Schönes, das du mir zeigen willst? Oh, wir müssen jetzt weiter. Dun, 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 dun. Watch. Jupp. Und jetzt sieht man hier etwas Unvorstellbares. Irgendjemand hat für die Republik den Auftrag gegeben, eine Klonarmee auszubilden.
Und sie sind jetzt bereit. 10 Millionen? Ich weiß gar nicht, wie viele waren es. Auf jeden Fall. Wer war das und warum hat er es gemacht? Für die Guten, für die Republik. Das ist ein Rätsel. Denn ich will ja auch ja mehr erzählen, denn so, das erzählt ja nicht sehr viel. Also vom technischen. Als ob das ist dir. Wer ist das? Als ob das war dir. Den müssen wir jetzt holen. Boots. Oh Gott, komm. Schnell. Komm und gib Gas. R4 P17. Heißt du, glaube ich. Hier ist nur Geld drin. Schnell weiter. Schwarz. Und kaputt. Und jetzt wirst du angegriffen oder verfolgt. Dumme Typ, du. Ihr werdet schnell verfolgt. Okay, jetzt liegt der Bomben. Spasti, Alter. Oh Gott, wir sterben werden. Wir müssen warten. Okay. Wer ist das? Ach so, nö, das wurde schon im Film gesagt. Also ich kann sagen, das ist Django Fett. Ein Kopfgeldjäger, ein ganz böser. Eben der, den wir auf Coruscant gesehen haben, der Sam Weasel, so hieß die, ermordet hat. Ja, traurig, aber wahr. Jetzt ist sie tot und kann uns nichts mehr sagen, warum sie das gemacht hat. Deswegen ist der ja ein, ist der. Jetzt kann ich das nicht aktivieren. Ach so. Hallo. Oh, ich bin dumm. Ich muss das hier drücken. Hallo. Okay. Du kannst es auf einmal drücken. Schön. Komm, wir brauchen hier die Power. Ja, auf jeden Fall. Ich will nicht zu viel spoilern, es ist doch eigentlich ja alles nicht passiert. Ich kann dich ja echt gut erklären, weil ich da Film ja Hildorf gesehen habe. Aber auch nicht mehr so gut, wie ich es früher können hätte. Und jetzt kommen wieder solche Spasten. Stup. Und die werden uns nicht aufhören, wieder zu kommen. Außer wir kommen hier mit R4 P17, so wie der heißt. Also ihr habt den Namen, ich weiß den nicht richtig. Ja, komm on. Der Typen hier. Alle tot. Schön. Jetzt das hier wieder weg und dich wieder ranlassen. Schön geht's voran. Und hier bist du Spasti. Okay, er will flüchten. Oh Gott, das muss sein Raumschiff sein. Und sein Kind. Boba Fett wartet schon. Nö, du schießt mich sicher nicht ab. Ja, da wehre ich mich schon lieber. Oh lol. Was macht Boba Fett da jetzt? Ist der dumm? Und Django, ich werde dich vernichten, alter Typ. Nein. Boom, boom. Ja, ich besieg dich mal schnell, denn ha, du bist der easy. Ja, warte, wir brauchen R4 P7. Komm an, hör wir ab. Und diese, die schießen ab und lenken ihn auch ab. Komm an. Ja, jetzt lenken sie ihn ab. Batz. Als ob. Komm schon. Komm. Ja, genau, lässt du dich halt auch noch treffen. Come on, please.
Okay, es sind wieder alle rot, wir können wieder angehen. Ja, komm, jetzt Ski werden wieder abgeschossen. Ja, come on. Warte. Und gleich nochmal. Jetzt ist es das letzte Leben. Komm, jetzt stirb. Willst du Beef? Bam. Gefickt. Und Boba, was macht er jetzt? Spasti. Als ob. Jetzt konnte er erst fliehen. Verdammte. Aber die Wann ist natürlich ein kluger Fuchs. Sieht ja, so sieht er auch aus. Ha. Und wirft ein Peilsender an das Raumschiff und weiß jetzt, wo er hinfliegt. Und zwar auf den Planeten. Lass ich nachdenken. Weiß ich nicht. Vergessen. Sorry. Auf jeden Fall habe ich den Level abgeschlossen. Und mache auch gleich weiter. Mit dem dritten Kapitel. Schön. Denn ihr muss vorangehen, Jungs. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Kapitel 3. Druidenfabrik. Obi-Wan Kenobi hat die Spur des Kopfgeldjägers Jango Fett nach Geonosis zurückverfolgt. Dieser felsige für seine Druidenfabrik bekannte Planet ist das Hauptquartier der Separatisten. Während Anakin Skywalker Senatorin Amidala bewacht, landet Obi-Wan mit seinen Jedi-Raumjäger auf Geonosis. Schön. Also, Anakin passt jetzt auf Padme auf. Hab ich euch noch nicht gesagt. Und Obi-Wan verfolgt das hier ja nach. Und sieht jetzt nach, wo Jango hin ist. Wer seid ihr? Das sind die Geonosianer. Erkenntnis. Und wir sehen uns noch hier die Cutscene an. Und dann werden wir den Part wahrscheinlich beenden. Ach ja, das Let's Play geht ja auch schnell voran. So circa 30 Parts werden es sein. Und hier sehen wir jetzt Anakin und Padme. Ach ja, langsam beginnt sie sich zu verlieben. Okay, ein Hologramm. Oh Gott, oh lol. Er ist angegriffen worden. Wir müssen ihn retten. Come on! Ein Druidika. Ich hasse euch. Als ob, Alter. Und jetzt sind wir hier. Schön. Hallo, ich will hier rein. Hallo. Oh, es gibt eine Klingel. Oder doch nicht? Ha, doch. Als ob. Ja, komm. Gehen wir rein. Was ist hier Schönes drinnen? Und ich würde mal sagen, das erfahren wir im nächsten Part von Lego Star Wars, die komplette Saga. Gebt gerne ein Like und was auch immer es noch so alles auf YouTube gibt. Und würde mal sagen, geil. Ciao, ihr Schnittchen.